Wasserstoff gilt als eine der Energien der Zukunft. Oft wird über neue Projekte, große Investitionen und politische Pläne berichtet, meist sehr positiv. Börsianer haben wahrscheinlich ein paar andere Schlagzeilen gelesen und die klingen deutlich negativer. Wasserstoffaktien, Chaos. Nel Asa, Plug Power und Co. ein Megaknall mit Folgen, hieß es zum Beispiel. Oder auch Wasserstoffaktien. Nikola scheitert am Ausbau, auch Nel Asa und Co. mit roten Vorzeichen und die Stimmung hängt weiter tief. Na was denn? Große Chancen für die Umwelt, Stichwort Nachhaltigkeit und Wirtschaft, oder großes Risiko für Aktionäre? Wir, das sind Sanders Boray von ETF-Emittenten Van Eck, die Wikifolio-Trader Arndt-Rüdiger Schwarz, er führt das Wikifolio Investment in Wasserstoffaktien, und Stefan Krick, der das Wikifolio Wasserstoff und Brennstoffzellen führt. Und ich bin Jessica Schwarzer, Finanzjournalistin und leidenschaftliche Aktionärin. Ja, schauen wir uns das Thema Wasserstoff mal von allen Seiten an. Sander, die Wasserstoffindustrie spielt eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Das ist oft zu lesen. Warum ist Wasserstoff unabdingbar, wenn wir die Abhängigkeit von fossilen Energien beenden wollen? Also, der Hauptgrund ist der ganze Pufferkapazitätbedürfnis, die man hat bei erneuerbarer Energie. Also, da die wichtigsten Quellen in der Zukunft für erneuerbare Energie sind Wind und Solar. Und wir wissen, es gibt halt Momente, wo der Wind ganz stark weht, wo die Sonne scheint, 12 Uhr nachmittags. Es gibt auch Momente, ja, nachts, wenn es keine Sonne gibt, wenn der Wind nicht weht. Und dann gibt es überhaupt keine Produktion von diesen sehr wichtigen Energiequellen. Also man braucht Pufferkapazität, um Nachfrage mit Produktion miteinander abzustimmen. Akkus kann man nicht tun, das ist viel zu teuer, das ist viel zu groß. Es braucht halt Energiequelle mit einer hohen Energiedichte pro Volumen, pro Kilogramm. Wasserstoff ist genau diese Quelle. Und wie konkurrenzfähig ist das dann im Vergleich zu anderen Energieträgern? Ist das die große Zukunft, von der wir oft lesen? Ja, also zurzeit ist alles noch in die Kinderschuhe. Ich sage manchmal, Wasserstoff ist jetzt, wo die Eisenbahn war, Anfang vom 19. Jahrhundert. Ja, wir sahen die neue Technik, es gibt schon Anwendungen davor, aber es ist noch teuer, es muss noch weiterentwickelt werden. Also, aber das heißt auch gleichzeitig, jetzt vielleicht ein guter Moment ist, investieren in diese Industrie. Wenn dieser Wachstum wirklich dann auch sich realisiert, kann man als Aktionär wirklich davon profitieren. Investieren ist ein gutes Stichwort. Und was fasziniert dich an Wasserstoff und warum investierst du? Naja, also mein Gedanke damals, als ich es gestartet habe, war eben natürlich auch, wie könnte die Energiewende funktionieren? Und wie schon Sandra sagte, also Wasserstoff als Speichermedium ist sehr wichtig. Ich habe damals natürlich noch davon geträumt, dass vielleicht irgendwann Wasserstoffautos fahren. Mittlerweile bin ich eher davon überzeugt, dass es vielleicht Wasserstoff-LKWs, Wasserstoffschiffe, also Schiffe mit Wasserstoff betrieben geben wird. Vielleicht sogar im Flugbetrieb bei Autos eher unwahrscheinlich. Also das war so mein Gedanke. Und dass wir irgendwann was tun müssen, ist ja wahrscheinlich jedem klar. Stefan, was glaubst du, was Wasserstoff bringen kann und wo es genau dann eingesetzt wird? Bist du da gleicher Meinung? Sander hat das eigentlich schon sehr gut gesagt. Ich sehe die Zukunft eigentlich weniger in der Mobilität, weil dort sehe ich eher Akkus, höchstens bei Schwerlasttransporten oder Schiffen. Und ja, wir müssen einfach in Zukunft die erneuerbare Energie, die sonst zum Beispiel aufgrund des in Deutschland sehr schlecht ausgebauten Stromnetzes abgeregelt werden müsste, einfach in Energie umwandeln in große Mengen Energie, und das geht am einfachsten mit Wasserstoff. Die Technologie muss sich aber noch weiterentwickeln. Die Tanktechnik muss sich weiterentwickeln. Sie muss größer werden, zuverlässiger, und dann kann das alles auch gelingen, sage ich mal. Sanne, hast du noch ein paar Beispiele für uns, wo Wasserstoff außerhalb von Mobilität eine große Rolle spielen kann und eben helfen kann, Energiebedarf in Zukunft auch zu decken? Ich kann gerne zwei Beispiele geben. Einerseits Heizung von Gebäuden,
Gewerbegebäude, Wohngebäude. Es gibt natürlich das ganze Gasnetz, gibt zurzeit. Es wäre natürlich ganz einfach, um dieses Gasnetz zu benutzen, um Wasserstoff zu transportieren, grüner Wasserstoff. Und damit könnte auch die Heizung von Gebäuden auf nachhaltige Art geschehen. Andere Beispiel, was auch häufig zitiert und was schon in der Praxis auch gibt, ist Stahlproduktion. Also wenn Stahl produziert wird, muss es nicht nur geschmolzen werden, was es hier für Energie braucht, aber auch gibt es chemische Prozesse, um die Kohlenstoffatome aus dem Stahl daraus zu holen. Das kann entweder mit fossilen Chemikalien passieren. Es kann auch mit Wasserstoff passieren. Und es gibt jetzt in Schweden, glaube ich, gibt schon ein erstes Stahlwerk, die tatsächlich auf Wasserstoff basiert ist. Und das einzige Nebenprodukt, was rauskommt, ist Wasser. Du hast gerade Schweden als Beispiel genannt. Sind andere Länder eigentlich weiter als wir hier in Deutschland? Nicht, dass ich, also Wasserstoff, es gibt weltweit ganz viel Interesse. Entwickelte Länder, teilweise auch einigermaßen in Schwellenländer. Wie gesagt, es ist eine Industrie in der Kinderschuhe, wo die Entwicklungen sehr, sehr schnell gehen und jetzt möglicherweise auch noch eine Chance ist, wo man als Investor im Frühstadium sich beteiligen kann. Das ist ja auch ein politisch ein großes Thema. Welche Pläne verfolgt denn die EU für den Wasserstoffmarkt? Genau. Also die EU hat in 2020 eine komplette Wasserstoffstrategie entwickelt. Mit wirklich das auch mit dem ganzen Hintergrund das Pariser Klimaabkommen zu realisieren, das höchstens bis Ende dieses Jahrhunderts, dass unsere Durchschnittstemperatur auf der Erde mit 1,5 Grad steigert. Eine der Ziele, die konkret formuliert worden ist bezüglich Wasserstoff, ist, dass bis 2030 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr in der EU produziert wird. Und wenn man das zurückrechnet mit der heutigen Produktion, heißt das, dass im Durchschnitt bis 2030 die ganze Industrie mit 80% pro Jahr wachsen soll. Das klingt nach ganz besonders großen Chancen für Investoren, aber wir haben natürlich auch einen Hype gesehen vor ein paar Jahren. Dann ist eine Blase, hat man ja fast schon das Gefühl gehabt, geplatzt und jetzt läuft es nicht so ganz rund. Mit welchen Hindernissen wird die Branche denn und ihr dann auch als Investoren konfrontiert? Ahnt? Na, ich mache mal auch die Referenz. Manchmal die Referenz mit Dotcom in 2002. Vielleicht erinnern noch manche Zuschauer auch damals 1999, 2000, 2001. Alle Dotcom-Aktien sind wirklich durch die Decke gegangen, haben alle auch gesprochen, in Blase. Klar, die sind dann auch tatsächlich auch nach unten gegangen. Aber wir wissen alle, damals, wenn wir in 1997 in Amazon investiert hätten, wäre in Rendite ganz interessant gewesen. Also ich glaube, dass die Markt schon vor 3 Jahren das Wachstumspotenzial von dem Wasserstoffmarkt ganz gut identifiziert hat. Vielleicht ein bisschen überreagiert, kleine Korrektion, aber für mich, der langfristige Wachstumspotenzial besteht. Ich war übrigens in Amazon damals investiert, aber leider habe ich viel zu früh verkauft, sonst würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Aber kommen wir zurück zu den Wasserstoffaktien. Hindernisse. Welche Hindernisse gibt es da? Welche Risiken für das Wachstum gibt es? Ahnt Stefan, wer möchte? Ja, gerne. Also ich war natürlich auch investiert in teilweise diese Pure Plays. Ich kenne alle diese Werte, die extrem gelaufen sind. Ceres Power, Bloom Energy, Plug Energy natürlich am extremsten vielleicht. Und das Problem damals war, dass, oder meiner Meinung nach das Problem, dass sehr viele die Projektion gemacht haben, wie groß wird der Markt sein, wie schon Sander gerade eben erwähnt hat. Und dann haben sie überlegt, wie viel Anteil wird so eine Firma an diesem Markt haben. Was vielleicht zu wenig berücksichtigt wurde, ist, dass neue Firmen in diesen Markt hineintreten, dass dadurch die Konkurrenz größer wird, dass dadurch auch die Gewinnmarge sinkt. Thema Gewinnmarge, also viele dieser Unternehmen, die sogenannten Pure Plays, die machen überhaupt keine Gewinne aktuell. Und wenn man sich jetzt überlegt, welche Unternehmen überhaupt Gewinne machen könnten in den nächsten Jahren, ist meiner Meinung nach nur Bloom Energy hier wirklich imstande, das zu erreichen. Bei allen anderen bin ich etwas pessimistischer, deswegen ist das Ganze nicht ganz so optimistisch wie früher. Aber dennoch sollte man nicht vergessen, wie schon alle erwähnt haben, 2002 war der Tiefpunkt der Nasdaq-Bubble und von 2002 bis 2023 ist einiges passiert und wir stehen jetzt deutlich höher. Der Höchststand war damals 5.000 im Nasdaq 100, wir sind heute eben über 15.000.
Das ist schon eine ziemliche Entwicklung. Hat Wasserstoff wirklich dasselbe Potenzial wie das Internet, wie .com, Stefan? Ich glaube, das hat der Sander auch schon gesagt, es hatte das Potenzial von .com, weil wenn wir uns jetzt anschauen, wo die ganzen Wasserstoffwerte im also Ende Januar 2021 gestanden haben, dann sind viele jetzt um teilweise 90, 95% sogar eingebrochen. Und wenn man an die Dotcom-Zeit guckt, da gab es viele Unternehmen, die gab es 10 Jahre später nicht mehr. Das wird hier auch teilweise passieren. Es gab Unternehmen, die brauchten 15 Jahre, um neue Hochs auszumachen. Und das waren gute Unternehmen, wie zum Beispiel Microsoft. Das heißt, an der Börse, wie man sieht, ist das Timing auch sehr wichtig. Ich selber war auch in diesen Pure Plays, wie zum Beispiel Plug Power, investiert, habe aber jetzt seit einem Jahr auch gesagt, okay, da ist mit Zinserhöhungen, diesem ganzen Geldmarktzyklus im Moment wenig Aussicht, dass das schnell besser wird. Deswegen habe ich vor einem Jahr auch fast alle, sagen wir mal, Wasserstoff-Pure Plays außer SFC Energy rausgeschmissen und schaue ein bisschen auf etwas solidere, aufgebaute Unternehmen, die auch ein Wasserstoffgeschäft haben. Plug Power habt ihr jetzt mehrfach genannt, ein absoluter Investorenliebling aus 2020. Im letzten Quartal ist da der Umsatz im Jahresvergleich um 70% gestiegen. Ist das so ein Wachstumstrend, den ihr für die gesamte Branche seht, oder ist das vielleicht sogar auch nur eine Eintagsfliege gewesen? Wie würdet ihr das bewerten? Also ich finde es sehr extrem, 70%, sie haben auch sehr viele Firmen zugekauft. Mhm. Das Organische ist wirklich langfristig möglich, ist 70% zu halten. Also ich sehe da, seh da bei Bloom Energy zum Beispiel eine relativ konservative Schätzung. 2022 1,2 Milliarden, 2027 waren irgendwie 3,2 Milliarden geplant, ungefähr 25% Steigerung pro Jahr. Also ich denke, organisch ist das sicherlich möglich, was schon eine unglaubliche Steigerungsrate ist. Wie gesagt, wenn man zukauft, kann man mehr erreichen. Ob man wirklich organisch über 25-30% erreichen kann, bin ich etwas skeptisch. Mhm. Ihr habt ja auch vorhin schon angesprochen, dass die meisten ja wirklich immer noch Cash verbrennen und hohe Verluste machen. Gibt es eine realistische Wachstumsprognose für die Industrie in naher Zukunft, und wann kann da der Break-Even kommen? Vielleicht Sander? Also sowohl McKinsey als die Leute, die vorhersagen, dass die Industrie break-even sein wird in 2030. Also ich finde selbst eine sehr realistische Schätzung, auch wenn man wieder zurückdenkt an Dotcom. Wann war Amazon profitabel? Ich glaube so 2007, 2006 ungefähr. Und sind wir jetzt auch, was Dotcom war in 2002? Möglicherweise. Also ich sehe grundsätzlich keinen Grund, warum die Industrie nicht profitabel sein wird in der Zukunft. Aber ja, alles ist natürlich unsicher. Ich habe keine Glaskugel. Neue Technologien können auch verschwinden. Mhm. Unterschreibt ihr das? Also ich habe auch diese eine Deloitte-Studie gesehen, wo argumentiert wird, dass in Öl und Gas aktuell ca. 400 Milliarden investiert werden jedes Jahr oder 400 Milliarden Dollar benötigt werden, um das Ganze zu fördern. Und sie sagen dann irgendwie, dass 375 Milliarden langfristig quasi in Wasserstoff investiert werden muss. Ein Drittel davon Emerging Markets oder also Nordafrika, Australien natürlich kein Emerging Market. Nordafrika insgesamt in Ländern eben, wo es möglich ist, mit grüner Energie, mit Sonne und mit Wind sehr viel Wasserstoff herzustellen. Und wenn das so eintritt, dann ist das schon sehr viel, was investiert wird. Ja. Mhm. Sander hat ja vorhin auch dieses Ziel der EU genannt, 40 Gigawatt Elektrolysekapazität, was einem Wachstum, du hast richtig gesagt, von 80% entspreche. Das ist auf, also in der aktuellen Situation mit den Zinserhöhungen der sehr passiven Investoren, also es werden ja Gelder abgezogen. Die Frage ist, wie lange das noch so bleibt, diese Phase. Also das, sag mal, an der Börse halten sich Extremphasen ja auch viel länger, als man denken kann. Und wenn das jetzt, sage ich mal, mit den hohen Zinsen oder es kommt sogar noch eine Zinserhöhung, noch 1-2 Jahre weitergeht, dann sehe ich das Ziel auf jeden Fall in Gefahr, weil 80% Wachstum pro Jahr, das ist schon richtig groß. Und wir müssen mal überlegen, wir haben aktuell in, also die fünf
größten oder die 5 Länder mit der größten Elektrolysekapazität in Europa haben bisher nur 0,12 Gigawatt. Und wir brauchen bis 20, 30, 40. Also es müsste massiv mehr passieren von Politik, Investitionen auch, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich sage mal, die Schätzungen von diesen Studien sind vielleicht meiner Meinung nach etwas zu positiv. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass wir rosige Zukunftsaussichten aufzeigen. Das ist nicht so, und das scheint auch ja die Meinung, was ist auch gerade schon angesprochen, von Investoren zu sein, die sich wirklich verabschiedet haben. Es sind ja zuletzt nicht gut gelaufen, die Wasserstoffaktien. Warum wenn fallen... Wenn ich darf, jetzt gerne noch ein Argument. Also es gibt nicht nur Umwelt und pure wirtschaftliche Gründe, warum ich glaube, dass es ganz viel Wachstumspotenzial gibt und auch Profitabilität, aber auch geopolitisch. Ja, wir sind jetzt für unsere Energie sehr abhängig. Russland, Mittelost, es gibt eindeutig eine politische Wille im Westen, um sich davon abhängig zu machen. Und Wasserstoff, wie vorher erwähnt, wird da höchstwahrscheinlich eine sehr wichtige Rolle darin spielen. Dann, wenn die Politik das erreichen will, dann wissen die auch, das geht nur mit einer profitablen Industrie. Man kann nicht 10, 15 Jahre lange Betriebe Verlust machen lassen und Liquiditäten verbrennen lassen. Also ich bin auch von diesem Grund aus überzeugt, dass es schon Maßnahmen oder Dynamiken geben wird, die machen, dass die Industrie auch in den nächsten Jahren schon profitabel wird. Aber ich möchte betonen, diese Maßnahmen, die sind unsicher. Geopolitik ist unsicher. Man weiß halt nicht, was die Zukunft bringt. Und ich will betonen, Risiken gibt es immer, vor allem mit neuen Technologien. Vielleicht auch, dass Batterien sich weiterentwickeln, effizienter werden und vielleicht deshalb, dass Kurse gefallen sind, weil Anleger das Risiko höher einschätzen. Sorry, ich hatte dazu auch noch einen Gedanken, und zwar 1942, als die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind, war es auch so, dass quasi jede Firma überlebt hat. Also jede Firma, die Probleme hatte, die Verluste gemacht hat, wurde gerettet, wurde unterstützt, um das Maximale rauszuholen. Und diese Kriegssituation sehe ich aktuell noch nicht. Also es ist ja wirklich ein Krieg gegen den Klimawandel, aber man kann es noch nicht erkennen. Ebenso ist es so, dass die EZB angekündigt hat, dass sie grüne Anleihen kaufen will. Auch hier ist noch relativ wenig passiert. Also man könnte unglaublich viel tun, um diese Firmen zu unterstützen. Aktuell ist es nicht so das Thema. Es wundert mich eben auch, warum nicht. Gucken wir jetzt aber wirklich auf die Börse. Also wann hört es auf? Wann gibt es wieder Kursgewinne für Wasserstoffaktionäre? Eure Prognose. Gerne an. Also wie schon Stefan sagte, SFC Energy ist einer der wenigen Anbieter, die schon jetzt Gewinne machen. Mhm. 2024 erwarte ich persönlich bei Bloom Energy die ersten Gewinne. Es ist schon 2023, haben sie im EBITDA wahrscheinlich positiv. Das ist natürlich immer die Frage, EBITDA vor Zinsen ist natürlich der wichtigste Posten bei Ihnen. Sie haben so hohe Schulden, deswegen ist das nicht wirklich aussagekräftig, diese Zahl. Aber ja, es ist oft so, dass wirklich dieser Bärenmarkt sehr lange dauert. Und nochmal die Analogie 2000 zu nehmen. Wir hatten damals im März den Höchststand und wir hatten den Tiefpunkt in 2002. Das war quasi über 2 Jahre später, dass wir den Tiefpunkt hatten. Mittlerweile der Bärenmarkt im Wasserstoffmarkt ist schon etwas länger. Februar 2021 der Hochpunkt. Hier haben wir schon also die 2,5 Jahre überschritten. Ich bin wirklich sehr optimistisch. Also auf jeden Fall für die Werte, wo die Chance besteht, dass sie irgendwann Gewinne erzielen. Für die Werte, wo die Chance nicht besteht, da muss die Politik oder die Notenbank irgendwas tun. Wenn hier irgendwelche Schritte unternommen werden, entsprechend, wie ich schon vorhin sagte, 1942 in den USA, dann wäre ich wirklich sofort bereit, auch aufzuspringen. Aktuell ist das Pleiterisiko bei manchen Firmen tatsächlich noch gegeben. Stefan, was braucht es, damit die Kurse endlich wieder steigen? Ja, ich sag mal, man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Plug Power, wenn man direkt vor dem Corona-Crash im Februar 2020 investiert hätte, aktuell immer noch 50% im Plus ist, wäre und damit deutlich den S&P 500 geschlagen hat. Also der natürlich war es mal viel, viel höher in der Hype-Phase, aber Kursgewinn immer noch richtig hoch. Und
Das ist die Frage, was bekommt man dafür, dass ich jetzt 50% mehr für die Aktie bezahle? Und das sind im Moment ein, sag ich mal, Riesenberg an Verlusten. Also Plug Power ist ja sehr aggressiv, hat, hatten wir ja vorhin auch gesagt, 70% Wachstum, hast du gesagt, Jessica. Aber das alles eigentlich nur durch, also fast nur durch Zukäufe. Und beim aktuellen Cashburn geht zum Beispiel Plug Power in den nächsten 9 Monaten das Geld aus. Das heißt, man muss sich entweder Bankendarlehen holen zu riesig großen Zinsen oder am Kapital, also neue Aktien ausgeben. Aber dann ist der Kurs auch nicht mehr so lukrativ. Also man sieht, da sind halt durch diese aktuelles Zinsumfeld, Investorenumfeld, große Schwierigkeiten. Und ich bin da aber auch bei Arndt dabei. Sag ich mal, wenn wir jetzt noch das nächste halbe Jahr vielleicht bis Mitte 2024 überstehen und der gesamte Bärenmarkt in der Wasserstoffbremse ging dann schon 3, 3,5 Jahre, dass dann die, ja, sag ich mal, die Stimmung so negativ ist, dass sie gar nicht mehr weiter sinken kann und wir dann quasi wieder so einen richtigen Aufstieg haben, weil niemand mehr eigentlich damit gerechnet hat. Schauen wir mal auf die Gewinner des Wikifolio Aktiencheck Powered by Van Eck. Wer den Aktiencheck noch nicht kennt, das ist ein recht neues Format. Kurz zusammengefasst, die Wikifolio Community wird gefragt und kann in unterschiedlichen Kriterien Punkte von 1 bis 5 vergeben und die Aktie mit den meisten Punkten, die gewinnt dann. So, die Gewinner des Aktienchecks zum Thema Wasserstoff sind gar keine reinen Wasserstoffunternehmen, sondern 3, ja eigentlich Giganten, die Industriegaseproduzenten Air Products and Chemicals, Linde und Air Liquid. Und hat euch das eigentlich überrascht, dass es die sind, die gewonnen haben? Oder würdet ihr auch da die höchsten Punkte vergeben? Stefan, ich sehe dich gerade aus dem Büro. Also auch in der aktuellen Situation hat es mich eigentlich nicht überrascht, weil, wie gesagt, die Stimmung ist jetzt schon bei diesen Wasserstoff-Pureplays sehr negativ und das spiegelt sich eigentlich auch in dem Check wieder, weil diese Pureplays alle hinten gelandet sind. Und ich sag mal, mit diesen 3 Industriegase-Giganten, die ja quasi am Industriegasemarkt ein Oligopol bilden, also sie teilen sich den weltweiten Markt fast komplett, wird unter diesen 3 aufgeteilt. Es gibt noch ein paar andere, kleinere, aber sag ich mal, wir reden jetzt über die und sag ich mal, durch diese 3 Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten, viele, viele Jahrzehnte auf dem Markt sind, ein solides aufgebautes Geschäft haben, sag ich mal, man bekommt dieses Standardgeschäft plus diese Wachstumsfantasie im Bereich Wasserstoff. Und zum Beispiel bei Linde ist aktuell der Umsatzanteil vom Wasserstoffgeschäft schon 8%, Tendenz natürlich stark wachsend. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, diese Wachstumsprognosen fortschreibt, dann werden diese Konzerne auch in 2030 große Anteile ihres Umsatzes mit Wasserstoff machen. Und wie der Sander ja auch schon gesagt hat, wir brauchen zum Beispiel auch riesige Mengen für die Erzeugung dann von grünem Stahl und Stahl wird für alles gebraucht, für Gebäude, für Brücken, das braucht man einfach. Deswegen brauchen wir auch den grünen Wasserstoff. Auch für Windräder brauchen wir Stahl. Genau. Und bieten die 3 Gewinneraktien wirklich die besten Chancen, im Wachstumsmarkt Wasserstoff zu investieren? Sind das auch deine Favoriten? Wir hatten ja, es gibt witzigerweise noch einen 4. und die Firma heißt Nippon Sanso, in die ich auch über das Wikifolio investiert bin. Die sind natürlich nicht ganz so groß wie die genannten 3. Diese 3 Firmen sind natürlich sehr interessant und vor allem für Leute, die relativ risikolos an dem Thema Wasserstoff partizipieren wollen, war das wohl das Mittel der Wahl. Ich denke, die Bewertung ist eher etwas hoch, also meiner Meinung nach so ungefähr KGV von 25, interessanterweise für alle 3 Firmen relativ ähnlich. Das Risiko auch relativ ähnlich gering bei allen 3 Firmen. Und deswegen ist man natürlich auf der sicheren Seite, wobei natürlich die Gewinnchancen langfristig bei Firmen, die aktuell noch keine Gewinne erzielen, meiner Meinung nach größer sind, wenn sie es eben schaffen, langfristig in die Gewinnzone zu kommen. Aktuell sind diese Firmen interessant. Ich habe selbst auch Linde und Air Liquid im Wikifolio.
Ich kann damit wirklich leben, mit diesem Ergebnis. Ich find das gut, ja. Welche besseren Optionen gibt es denn für Anleger, ein Wasserstoffengagement aufzubauen, ohne dabei zu viel Risiko einzugehen? Also diese kleinen Player sind sicherlich die Pure Player sind die riskanteren, die großen nicht. Mir fällt da ja sofort ein ETF ein. Sander, stell ihn uns doch mal vor. Ja, also es fällt mir auch ein. Ja, ich glaube tatsächlich, eine der Herausforderungen mit so neuer Industrie, wie damals, Internet Ende der 90er Jahre, ist, man nicht weiß, was die Gewinner von der Zukunft sind. Also ich glaube, vor allem in solchen Fällen hat man Interesse daran, eine ja, breit gestreute Exposure zu diesem Sektor zu haben. Und dafür ist ein ETF sehr gut geeignet, glaube ich. Also zwei Gründe. Einerseits, man ist breit gestreut, also man verhindert, wenn man eine Betriebsmann nicht schafft, dass man zu große Flüsse darauf macht. Aber zweitens, es wird jede 3 Monate wird der ETF neu zusammengesetzt. Es gibt Experten, die den Index erstellen für die ETF. Die schauen die ganze weltweite Markt, in Korea, in Japan, in Lateinamerika. Und wenn da ein neues Wasserstoffbetrieb hochkommt, wird automatisch dann jede 3 Monate hinzugefügt. Eine von den Sachen, warum ich sehr stolz auf diese ETF bin, ist, dass es sehr Pure Play ist. Was heißt Pure Play? Das heißt, dass die Firmen, die in der ETF sind, auch tatsächlich zu diesem Thema gehören. Leider findet man einige ETFs mal in den Markt, wo man, die heißen zum Beispiel ein Robotics ETF, wenn man schaut in den Firmen, sagt, sind das wirklich Robotics-Firmen, kann man so wirklich so Zweifel daran äußern. Und bei unserem Wasserstoff-ETF, wenn ich die anschaue, sage ich, ja, es ist wirklich alles Wasserstofffirmen, die entweder Wasserstoff erzeugen oder mit Mehrheit von im Umsatz zum Wasserstoffsektor gehören. Also keine Linde dann? Linde ist drin, weil die erzeugen Wasserstoff. Okay, ach so, okay. 4 große Gasproduzenten, weil die sind unentbehrlich im ganzen Wasserstoff-Ökosystem und sonst alles ist Pure Play Wasserstofffirmen. Ich möchte aber natürlich auch wieder betonen, dass das auch ein ETF Risiken mit sich mitbringt. Vor allem so ein thematischer ETF, die sehr viele kleine, relativ kleine Firmen investiert. Also das bringt halt Liquiditätsrisiko mit sich mit. Sektorrisiko ist wirklich konzentriert in einem Sektor und auch das Risiko von investieren kleine Firmen. Welche sind denn die größten Werte? Also die größte Firma, ich muss mal nachschauen, ist Linde, Air Products, Bloom und Plug Power. Mhm. Also da ist auch eine Plug Power wieder dabei. Wäre ein ETF für euch als Trader auch eine Option? So Risikostreuung scheint ja das Gebot der Stunde zu sein. Oder sagt ihr, ihr guckt euch die Unternehmen lieber alle einzeln an und setzt dann eure Akzente? Ich ahne die Antwort, Stefan. So, also zunächst mal im Wikifolio sind gar keine ETFs bei mir freigeschaltet, deswegen kann ich das gar nicht machen. Und sagen wir, die Einzelauswahl, die mache ich dann aber natürlich als Trader selber, so wie der Arndt zum Beispiel auch. Dafür sind wir ja auch, sage ich mal, um das zu machen. Ja, deswegen, ich dachte ja schon, ich habe Arndt die Antwort. Aber Arndt, findest du, als Privatanlegerin kann ich mir doch so ein ETF auch mal anschauen, wenn ich mich in der Branche nicht ganz so gut auskenne wie ihr, um dabei zu sein? Ja, natürlich. Und was Sander auch richtig gesagt hat, sie haben einen sehr starken Fokus auf diese Pure Plays auch. Und wenn man natürlich das Exposure haben möchte, weiß man dann wirklich, was man hat. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass man dann quasi irgendwann aufwacht und weniger Wasserstofftitel drin hat oder... Da ist quasi die Regelung auch sehr gut, dass man im Vorhinein weiß, um was es geht. Natürlich finde ich auch die Auswahl sehr interessant. Es ist für mich spannend zu sagen, wenn ich denke, die Wasserstofftitel, quasi diese Pure Plays, sind extrem überbewertet, habe ich selber die Möglichkeit, sie etwas zu reduzieren, dann eher auf diese soliden Firmen zu setzen oder auf Firmen, die quasi nur im Randbereich mit dem Thema Wasserstoff zu tun haben. Das ist eine große Freiheit, die ich habe, die will ich nicht missen. Aber ETF aufnehmen kann ich eben auch nicht, weil ich auch, wie Stefan schon sagte, es nicht freigeschaltet habe. Deswegen hätte ich die Option gar nicht. Mhm, gut. Ihr habt ja beide sehr diversifizierte Wasserstoff-, eigentlich Energieaktien-Wikifolios. Wie viel Wasserstoff ist denn wirklich noch drin? Und
Habt ihr so ein bisschen umgeschichtet in den vergangenen Monaten? Ich gehe mal davon aus, ihr habt ja vorhin auch schon gesagt, dass ihr das ein oder andere rausgeschmissen habt. Wie viel Bewegung war da im Wikifolio? Also sagen wir, die größte Bewegung fand eigentlich bei mir so vor einem Jahr, vor gut einem Jahr statt, wo, sag ich mal, diese Kursstürze bei diesen Pure Plays einfach nicht aufhörten und es kam immer so Zinserhöhung nach Zinserhöhung und dann habe ich halt auch irgendwann gesagt, okay, ich denke, dass es jetzt noch eine Weile so weitergehen wird, sodass ich die Werte halt deutlich reduziert habe zu Beginn und später halt, sag mal, komplett erstmal rausgeschmissen habe. Wie gesagt, das einzige reine Wasserstoffunternehmen bei mir im Wikifolio ist zum Beispiel noch SFC Energy, weil sie halt solide finanzielle Basis haben, schon Gewinne erwirtschaften und nicht so auf Kredite und neue Investorengelder angewiesen sind. Und du hast ja eben schon gesagt, wir haben auch einige Unternehmen, die nicht nur also nur einen sehr kleinen Geschäftsteil Wasserstoff haben. Ich finde zum Beispiel 2G Energy noch sehr interessant. Die stellen Blockheizkraftwerke her. Das hatte der Sander zu Beginn auch gesagt. Wärme für Gebäude ein großes Thema, wo sie sich mit beschäftigen. Und diese Blockheizkraftwerke produzieren halt Wärme und Strom gleichzeitig. Gesamtwirkungsgrad kann 90% erzielt werden. Also höher geht es nicht im Energiesektor, wenn ich beide Energie, also den Strom und die Wärme nutzen kann. Und das Tolle daran ist, dass man in ihren Blockheizkraftwerken halt Wasserstoffgas einsetzen kann. Das heißt, hier bekomme ich auch schon ein sehr lukratives Standardgeschäft plus die Wachstumsaussichten im Bereich Wasserstoff, weil wenn wir mehr Wasserstoff produzieren, mehr Wasserstoff verfügbar ist, dann wird die Firma ja auch profitieren, weil es dann mehr in ihren Blockheizkraftwerken unter hohen Wirkungsgraden eingesetzt werden kann. Arndt, wie viel Bewegung war in deinem Wikifolio zuletzt? Also zuletzt habe ich tatsächlich Plug Power entfernt. Das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich auch schon sehr lange dabei war. Plug Power gehörte zu den ersten 5 Titeln, die ich im Wikifolio hatte, als ich es gestartet habe. Und es ist natürlich auch der größte Gewinnbringer über die ganze Zeit. Das Problem ist etwas, wir haben aktuell einen Short Interest von 25% bei Plug Power. Also sehr viele Leute haben diese Aktie short verkauft. Und der Markt spekuliert meiner Meinung nach darauf, dass es demnächst eine Kapitalerhöhung geben muss. Und das ist natürlich immer für Shorties sehr praktisch, wenn es Kapitalerhöhungen gibt. Es kommen frische Aktien und man kann diese verkauften Aktien sehr einfach zurückkaufen in der Situation, ohne dass jetzt ein Short-Squeeze eintritt, wie bei diesen ganzen Meme-Stocks. Deswegen bin ich da ausgestiegen, schweren Herzens, wäre aber bereit, wieder reinzugehen, wenn es dann wirklich diese Kapitalerhöhung gibt und wenn es vor allem auch eine Prognose gibt, wie man dann wirklich in absehbarer Zeit Gewinne erzielen möchte, weil die letzten Berichte klangen so, als ob das mit den Gewinnen nicht ganz so zentral ist. Also man will immer mehr wachsen, man will immer stärker wachsen, aber ganz realistisch ein Szenario, wie man die Gewinne erzielen kann, habe ich nicht wirklich mitbekommen. Apropos Prognose, wie kann ich denn überhaupt Prognosen wirklich halbwegs sicher treffen? Ist das überhaupt möglich, in so einer jungen Industrie richtig gut prognostizieren zu können? Also, das ist natürlich sehr schwierig, das ist ja ganz klar. Also, wir haben auch jetzt gesehen, die Zinsen steigen. Es ist fast unmöglich zu berechnen, wie groß dieser Impact ist. Wenn man sehr hohe Schulden hat, ist es relativ einfach zu berechnen. Wenn man eine Kapitalerhöhung plant, natürlich schwieriger, weil die Aktie natürlich erstmal leidet. Man hat weniger Möglichkeiten, viel Geld einzunehmen durch eine Kapitalerhöhung. Prognosen sind sehr schwierig, deswegen Diversifikation ist das Mittel der Wahl. Ich habe aktuell 50 Titel. Ich versuche auch nicht zu schwer zu gewichten. Mein Lieblingstitel Bloom Energy, wo ich wirklich überzeugt bin, dass der einer der Gewinner sein wird, also meine persönliche Meinung natürlich trotzdem immer noch, ist aktuell etwas über 5%. Aber mehr getraue ich mich nicht, denn es gibt immer noch Risiken, auch bei Bloom Energy. Wenn die Staaten nicht noch intensiver agieren, wenn nicht noch mehr Hilfsmittel bereitgestellt werden, auch ein Szenario, wie wir schon vorhin diskutiert hatten, dass Firmen, die hohe Schulden haben, diese Schulden wirklich auf ein tragbares Niveau reduzieren oder die Zinsen mit Hilfe der Notenbank reduziert werden, dann sehe ich, wie gesagt, schwarz für einige Firmen. Deswegen,
Also ich hoffe, aber ich bin noch nicht fest überzeugt, dass alle Pure Plays überleben. Dann der Abend sieht ein bisschen schwarz für einige Firmen. Wie groß ist denn das Pleiterisiko und kann es vielleicht sogar eine ganze Pleitewelle geben, was wir natürlich nicht hoffen? Also ich werde mich nicht zu individuellen Firmen äußern, als naja, ETF-Anbieter ist das nicht unser Cup of Tea, um es im englischen Ausdruck zu benutzen. Was ich schon sagen kann, wenn wir den Pariser Klimaabkommen realisieren möchten, brauchen wir Wasserstoff. Wenn wir Wasserstoff brauchen, brauchen wir Wasserstofffirmen. Also langfristig mache ich mich keine große Sorge über diesen Sektor. Aber natürlich, ich möchte es wieder betonen, Zukunft ist unsicher, ich weiß es auch nicht. Und wie wir, glaube ich, alle wissen, investieren geht zusammen mit Risiko nehmen. Man kann sein Geld verlieren. Es gibt ein tatsächliches Kapitalverlustrisiko. Zum Abschluss darf eins nicht fehlen, die Glaskugelfrage. Was muss passieren und wann passiert es, dass die Wasserstoffaktien an der Börse wieder steigen? Eure Prognose für die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Fangen wir mit Arndt an. Also ich bin natürlich langfristig immer noch sehr positiv gestimmt, was die Wasserstoffwerte angeht. Kurzfristig muss man natürlich etwas leiden, aber es ist an der Börse oft so. Ich erwarte, wie ich schon vorhin sagte, vielleicht ein Szenario, wo die Politik eine Entscheidung trifft, wo die Notenbanken sagen, wir werden die Anleihen dieser grünen Unternehmen stärker kaufen, damit dann auch quasi die Renditen und die Zinsen runtergehen für diese Firmen. Insgesamt bin ich auch sehr positiv im Ausland. Also zum Beispiel in Japan wird sehr viel getan. Es sind sehr spannende Projekte dort. Es bräuchte etwas mehr Koordination weltweit. Wenn das allerdings der Fall ist, dann bin ich durchaus sehr positiv. Und am besten ist es ja oft dann zu kaufen, wenn die Aktien auf dem Tiefpunkt sind. Und so gesehen ist wahrscheinlich jetzt ein nicht so schlechter Punkt, sich mit den Wasserstoffwerten auseinanderzusetzen. Denn schlechter als jetzt ist fast nicht möglich. Stefan, die schlechte Stimmung als Kontraindikator? Ja, das ist ja oft so, dass wenn die Stimmung schlecht ist und niemand mehr damit rechnet, dann geht es richtig hoch. Und ich sag mal, du hast noch nach einem Szenario gefragt, was muss passieren, damit es wieder hochgeht. Und ich habe aktuell ein bisschen das Gefühl, dass auch so von der Politik oder den Investoren, es wurde gesagt, ja, wir machen was. Aber im Prinzip viel zu wenig passiert und von dem eingelöst wird, was versprochen wird. Wenn ich zum Beispiel mal auf die Statistik gucke, es werden aktuell weltweit so viele Kohlekraftwerke gebaut, also Gesamtleistung, wie seit 2015 nicht mehr. Und da frage ich mich ja, was machen wir denn hier alle auf der Welt? Weil wir leben ja alle nur auf diesem einen Planeten. Wir müssen das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Und ich habe gerade das Gefühl, dass wieder andere Krisen, also mit den steigenden Zinsen, dass das wieder alle Leute, Politik, Investoren so beschäftigt, dass sie halt sagen, ja, ich achte jetzt lieber auf den schnellen, kurzfristigen Gewinn und gucke nicht auf das Langfristige. Aber wir müssen, das ist ja unbestreitbar, langfristig bis 2030, 2040, 2050 muss was passieren. Und da ist halt das Thema Ausbau erneuerbarer Energien, Produktion von Wasserstoff, ganz zentrales Thema. Weil sonst treffen wir uns in 50 Jahren alle wieder hier und gucken links und rechts und Erde ist dunkel und schwarz und verbrannt. Also so kann es ja auch nicht sein. Deswegen vielleicht, um die Augen zu öffnen, muss erstmal noch so ein schlechtes Event passieren. Also irgendein Klimaextrem, eine Wetterkatastrophe, dass die Menschen wieder erkennen, okay, der Klimawandel ist real, wir müssen was tun. Und wenn das so ein krasses Event passiert, ich glaube, spätestens dann sollte es aber doch mal mit den grünen Aktien, vor allem natürlich den Wasserstoffwerten, also Wasserstoff als universeller Energieträger wieder aufwärts gehen. Sander, dein Blick in die Glaskugel. Ah,
Also ich bin jetzt fast 25 Jahre auf die Börse unterwegs und was ich gelernt habe in dieser Zeit, dass es sehr, sehr schwierig ist, so den Markt zu timen. Was ich aber glaube mit der Wasserstoffsektor ist, dass wir so ein Katalyst brauchen, damit der ganze Sektor wieder hoch schwingt. Es gibt doch auch immer diesen Vergleich mit dem Faxgerät. Ne? Wer hat den ersten Fax geschickt, weil an wem? Ich glaube, mit Wasserstoff ist es genauso ähnlich. Wenn jetzt zum Beispiel europäische Behörden oder auch Nationalbehörden mal wirklich dafür Sorge tragen, dass dieses Wasserstoff-Ökosystem dargestellt wird, dass es Tankstellen gibt, wo man auch tatsächlich Wasserstoff tanken kann mit seinem Auto, dann werden Leute Autos kaufen, dann wird wir mehrere Prozent in die ganze Technik investieren und dieser ganze Schneeballeffekt kann losgehen. Und ich glaube, dass jetzt Behörden ganz gut unterwegs sind, um diesen Katalysten darzustellen. Also das Thema Wasserstoff bleibt auf jeden Fall spannend, auch an der Börse. Ich danke euch für diese interessante Runde. Vielen Dank auch von uns. Danke dir auch, Jessica.